Ja, ich denke 6 werden reichen. So tief soll der Keller dann auch wirklich nicht werden. Ja, könnt ihr ja schön hier so rein. Ja, sieht dann nicht so aus, als ob da ein Keller wäre. Ich weiß, die Latte hier ist unnötig, aber sieht einfach ein bisschen besser aus. Korrigiert mich, if I'm falsch. Ein tiefer noch. Ja, und dann eben. Ja, was tiefer kommt, ist noch so. Aber ich denke mal, passt schon. Wenn wir die Monsterfalle machen, ist ja alles in Butter. Sozusagen. Ah, jetzt kann ich die eigentlich gleich wieder wegreißen. Die ist jetzt nämlich aus. Ob es Donner wird. Muss nur schauen, dass ich es nicht so weit gehe. Das geht jetzt eindeutig zu weit. Aber hier ist momentan noch in Ordnung, also bis hier. Nein, warte. Doch. Nur bis hier. Der da war jetzt auch so unnötig. Du bist unnötig. Ich will hier so einen Weg irgendwie, was dann so einen Keller oder so, dann vielleicht auch zu der Höhle da vorne, so dass hier ein normaler Weg ist. Und hier vorne soll es dann möglichst mit einer Tür hier so reingehen. Es geht dann so. Was ist das denn für eine Musik? Ich drehe mich durch. Noch nicht viel groß. Ich muss jetzt mal vorbei. Ich weiß auch nicht, wie groß ich das Feld machen will. Aber ich denke mal so 10 Länge und 8 Breite. Also 10 auf 10. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 10. Und ich habe momentan eigentlich eine ordentliche To-Do-List hier in Minecraft. Mit unter anderem hat sich Le Kollege gewünscht, ob wir nicht eine U-Bahn machen können, weil er mag es mit Achterbahnen und sowas, ne? Halt mit Minecraft und so rumzuspielen. Und TNT. Ja, ich habe aufgepasst. Können wir machen. Also, das habe ich sowieso eigentlich vorgehabt mit der Monsterfalle. Weil irgendwie müssen wir die halt da hinten hier anknüpfen. Da ist eine U-Bahn eigentlich perfekt. Das muss ich jetzt ausrechnen. 1, 2, 3. Also das sind jetzt 10, ne? 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11 sogar. Oh, nein. Also ein bisschen. Nein. Nein, das war ja sogar schon richtig. Okay, es wird eine Doppeltür. Oder ich lasse es hier offen. Ja, ich denke, ich lasse es hier offen. Sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Okay. Eins, Wasser hin. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und Wasser. Wände kommen sowieso noch alle anders, also
Die Fackel sind jetzt eigentlich erstmal nur obligatorisch gesetzt. Obligatorisch. Die Kohle und so holen wir jetzt alles gleich. Ich möchte jetzt erstmal vorwärts machen. Wenn wir nämlich noch dringend Cobblestones brauchen. Und auch Holz. Ich habe dem Kollegen nämlich versprochen, dass heute Keller und Dach fertig werden. Deswegen versuche ich jetzt gerade ein bisschen zu beeilen. Auch wenn das, ja, atemberaubend schnell ist, das jetzt was anderes. Ich glaube, ich nehme meine alte Abbautechnik. Ja, einfach hier so immer so zack, zack, zack. Was wir noch gut gebräuchten könnten hierfür sind Glowstones. Ja, Lightstones, Glowstones, Leuchtsteine. Also hier so die Decke von der Decke aus zu beleuchten. Wäre glaube ich sogar recht wichtig. Fackeln schön und gut, aber ich weiß nicht, ob das so ist. Ob das dann das Wichtige ist hierfür. Oh, meine Nase juckt. Das braucht immer nur bei der Aufnahme. So. Haben wir schon mal ein paar Cobblestone. Und das war die falsche. So. So. Zack. Ich mach gleich eine neue Schaufel. Weil unsere Schaufel sieht nicht gerade so aus, als ob sie noch ewig halten wird. Also lieber schon mal vorsorgen. Oh, ich hör Zombies. Ja, wenn hier jetzt irgendwo Zombies spawnen ist, ne, dann kacke ich aber ab. Wo ich eher denke, dass hier irgendwo eine Höhle dann ist. Müsste jetzt unter den Kühen sein. Oder zumindest in der Nähe. Ich will gar nicht nach diesen Zombies suchen. Weil wir noch in eine Höhle gehen müssen für Diamanten. Na, Diamantenforst und so weiter. Ist klar. Ist alles abgestimmt. Und freue ich mich schon drauf. Momentan kriege ich einfach den Modloader nicht dazu, Bettergrass und den Diamantenfaust gleichzeitig richtig zu verwenden. Aber ich denke, wenn wir an der Monsterfalle arbeiten, braucht man sowieso kein Bettergrass. Weil dann sind diese Grasteile alle am Rand grau. Nicht so schön grün wie sonst. Aber naja, brauchen wir nicht, während wir im Untergrund sind. Und für die U-Bahn. Ja, da möchte ich den auch gerne verwenden, der Wanderschuh. Weil das ist eine gigantische Strecke, die da zurückgelegt werden muss. Und ich denke mal, mit normalem Werkzeug hängen wir da 200 Folgen. Oder länger. Und das wäre sehr super. Jetzt habe ich es rausgelassen und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also Kollege, du hast gewonnen. Nein, Scherz. Mache ich gerne freiwillig. Also ich mache das gerne. Man muss halt nur mal fragen. Oder sagen. Ich bin natürlich offen für alles. Ich bin open-minded sozusagen. Hahaha. Ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, einfach Bescheid husten. Ich mach das schon, wenn ihr wollt. Was ich nicht mache, ist mit Cheats arbeiten. Also, der Sombenmod und so, das mache ich nicht. Nein, too many items auch nicht. Nichts dergleichen. Singleplayer-Comment, nein. Wenn, dann richtig. Und jetzt bin ich
finde, dass man auf beiden einschläft. Wobei ich. Ah ja. Ich hasse einfach solche Programme. Also es ist mir egal, wenn jemand anderes das nutzt. Ich persönlich hasse es, solche Sachen zu benutzen. Ich habe es auch damals schon gehasst, da kann ich sogar Jurek ein Lied von singen. Und ja. Es gefällt mir einfach nicht so zu bauen. Klar, weil solche Riesenprojekte hier, Kathedrale, riesiger 300 Meter Leuchtturm, keine Ahnung. Obwohl man den eigentlich noch ohne schaffen könnte. Da ist es klar, dass die das so schnell schaffen mit solchen Sachen. Also schnell, in Anführungszeichen. Dass die sowas gut auf gut gebacken kriegen, keine Ahnung. Also sind auf jeden Fall schneller, als wenn sie, ne, wenn sie ja alles normal sammeln und so. Das kommt bei mir ja nicht in die Tüte. Wir machen ja alles ohne Cheats. Oder Hilfe. Oder, na gut, der Diamanthandschuh ist keine Hilfe direkt. Der kostet uns ja immerhin 7 Diamanten. Und 2 Leder. 2 Leder. Deswegen habe ich nämlich geschaut, dass wir schon 2 Leder parat haben. Was? So, ich hab. Oh, das City, sag mir doch mal, wie lange nehmen wir denn schon auf? Fast eine Stunde. Der Keller wird noch fertig. Oben produzieren die Clean Stones. Die Inneneinrichtung ist auch gemacht. Ja, fehlt nur noch der Keller und das Dach. Danach steht eigentlich nichts mehr im Wege für die Monsterfalle. Obwohl, ja, abgesehen von den Diamanten, versteht sich. So ein bisschen über eine Höhle. Und so weiter und so fort. Alles eigentlich im Prinzip keine große Sache. Wird halt einfach nur recht lange dauern. So, Keller haben wir jetzt auch fast fertig. Tunnel fast. Weil wir so sehen müssen, dass wir da über das Wasser wandeln. Ich denke, da mache ich dann ein Gravel hin. Zwei. Ne, hier so. Dass man hier dann so ganz normal rüberkommt übers Wasser. Ich glaube, es ist draußen Nacht, weil sich das in der Höhle schon so ein bisschen dunkel gefärbt hat. Und es ist Nacht. Aber keine Viecher mehr. Mysteriös. Ja, tatsächlich keine Viecher mehr. Cleanstone. Wunderprächtig. Freue ich mich mal schnell ins Bettchen. Schon mal hier oben bin. Kies, zwei Stück. Ich berechne auch immer alles sehr gerne im Voraus. Damit ich jetzt nicht sagen muss, ah fuck, jetzt habe ich zu viel gemacht. Oder verdammt, ich habe gar nichts mehr davon übrig. Und freue mich hinterher ein Ei, wenn, oder backen ein Eis, wie der Wärter früher immer sagt. Wenn, dass ich hier jetzt keine Materialien mehr übrig habe. So, immer schon zwei Abständen. Ja, es ist auch wirklich sehr symmetrisch geworden. Ist egal. Achso, hier können wir sowieso noch nicht. Weil hier jetzt die komplette Wand nochmal einwecken. Ja, zieht sich alles ein bisschen hin. Aber wir haben heute ja wieder länger Zeit. Wir haben heute wieder ein bisschen länger Zeit. Da ich letztes Jahr mal, letztes Jahr, ja. Da ich letztes Mal eigentlich
eine Stunde aufnehmen wollte, es aber nicht geklappt hat. 2 Stunden meine ich. Sonst müsste ich jetzt nicht aufnehmen. Macht aber gar nichts. Mache ich gerne, habe ich ja schon gesagt. Oder war es dieses Let's Play? Oder bei Oblivion? Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall bin ich wirklich bereit dafür, Freizeit und so zu opfern. Also nach Schule, sage ich mal so. Nach meiner Schulzeit. Also, ja, ich meine jetzt, wenn ich von der Schule nach Hause komme, die Freizeit, nachdem ich gelernt habe und alles, bin ich sehr bereit, wirklich bereit, hier Zeit zu investieren. Ja, ich muss noch ein bisschen was für die Schule lernen. Bin bald draußen, mache aber noch ein weiteres Schuljahr. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland nennt. Also hier in der Schweiz sagt man 10. Schuljahr. Ich denke mal, in Deutschland wäre es das 13. oder das 12. Weiß ich gerade gar nicht. So war das damals im Krieg. Okay, jetzt aber wieder ein bisschen mehr Konzentration. That's what she said. Mit Axt lässt sich übrigens sehr gut Stein raushauen. Das ist so ein alter Trick von mir. Und jetzt bauen wir einfach nach Gusto hier wieder Cleanstone raus. Ich hätte ja gerne die Spitzhacke verzaubert, dass wir gleich den Cleanstone haben. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Zum Beispiel das da, das könnte man zum Beispiel nicht haben. Und die Musik ist gerade ein bisschen laut, sodass ich ein bisschen gegenschreien muss. So, alles in allem ist das eigentlich recht hässlich. Nein, es geht schon. Ach, die sind sowieso falsch, deswegen. So, auch falsch. Na, ist es egal. So. Obwohl das jetzt wieder symmetrisch ist. Mysteriös. Einfach geile Idee, Mysteriös.